Hallo, hier ist Christoph für tabtech.de und wir konnten schon einen ersten Blick auf das Sony Xperia Tablet Z werfen. Ein beeindruckendes Tablet. 6,9 mm dünn, 495 Gramm leicht und das trotz 10,1 Zoll Full HD Display. Also ein geniales Gerät in einem wirklich kompakten Design hier, kompakten Gehäuse. Das Ganze kommt im Frühjahr 2013 in Weiß bzw. auch in Schwarz auf den Markt, wie wir das hier sehen können. Und schauen wir mal kurz um das Tablet. Auf der Unterseite haben wir hier einen Micro-SD-Slot, wo vermutlich auch ein SIM-Karten-Slot sein wird, wenn man die 3G-Variante kauft. Dann haben wir hier einen Audio-Anschluss, den Sony Xperia Standby-Button, der ja speziell jetzt mit der neuen Xperia-Serie ist, der On-Off, also der Volume-Rocker. Dann hier noch ein Docking-Anschluss. Dann hier schon mal links und auf der Unterseite einen Lautsprecher. Das ist auch gleich hier auf der rechten Seite. Das heißt, es müsste eigentlich eine gute Soundqualität ergeben. Und vor allem verdeckt man das nicht ganz so leicht, weil auch wenn ich hier jetzt die Hand drüber halte, ist noch immer die Unterseite frei. Auf der Oberseite finden wir ein weiteres Special, und zwar hier die Infrarot-Schnittstelle. Das heißt, ihr könnt mit eurem Sony Xperia Tablet Z auch wieder einfach auf die Fernbedienung klicken. Und dann öffnet sich hier ein Widget, das ist jetzt nicht eingerichtet. Und mit dem könntet ihr schon euren Fernsehen, eure Heimkino-Soundsystem bedienen oder sonstiges. Wirklich sehr genial, funktioniert ja auf den bisherigen Xperia Tablets schon sehr gut. Das Tablet kommt mit einem Qualcomm Snapdragon S4 Pro Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher und 16 oder 32 GB Internetspeicher. Auf der Rückseite findet man lediglich hier eine 8,1 Megapixel Kamera mit Exmo Air Sensor sowie hier den NFC Logo zumindest. Das heißt, ihr könnt hier auch zum Beispiel One Touch Listening machen. Dazu gehen wir kurz in den Music Player, geben dieses Lied wieder und dann könnten wir hier drauf touchen und das Lied wird dann abgespielt, connected, und schon würde die Musik hier auf dem Sony Player wiedergegeben werden. Natürlich hat man hier Android Jelly Bean bereits vorinstalliert, momentan noch in der Version 4.1.2. Allerdings können wir uns vorstellen, dass das Gerät eigentlich mit 4.2 starten wird. Nichtsdestotrotz haben wir hier diese Mini-Widgets, die man starten kann. Man kann hier auch normale Widgets hinzufügen und diese dann einfach über allen anderen Applikationen, die vielleicht im Hintergrund laufen würden, starten. Also Sie sehen hier eigentlich ganz nettes Feature hier. Ja. Das ist das Sony Xperia Tablet Z, wirklich beeindruckend, leicht und dünn und ein eigentlich bis jetzt gutes Display, von den Betrachtungswinkeln zwar noch nicht ganz so gut, ähnlich wie beim Sony Xperia Z, aber es macht auf jeden Fall einen tollen Eindruck. Das war's. Ich bin Christoph für tabtech.de und das ist das Sony Xperia Tablet Z.